hat die Werkstatt mir mal gesagt, die Axialgelenke sind kaputt. Ich habe ignoriert, wie immer, so. Also damals habe ich mir da noch nicht so die Platte gemacht über Autos. Und das ist dann auch so 2 Jahre vergangen gewesen, ne? Und wir dann gesagt, so, okay, dann nehmen wir meinen Wagen, weil er eine Anhängerkupplung, und packen den Pferd von einer anderen, von einem anderen Reitstall, Frau, rein, obwohl wir das nicht wussten, dass sich die beiden Pferde überhaupt gar nicht verstehen. Das haben wir dann hinterher festgestellt, mit rein, und dann haben die anderen den anderen Anhänger genommen. So, und ich habe dann halt, wie gesagt, meinen Wagen genommen, wir sind dann losgetuckert und so. Das war so krass. Dann haben wir die Pferde rausgeholt, die sich unheimlich angezickt. Wir können froh sein, dass sie nicht Mord und Totschlag im Anhänger gemacht haben. Meine und ihr Friese. Und das war ein unheimlich geiles Wochenende, muss man ganz ehrlich sagen. Also mein Pferd hat oder hatte, naja, er hat ein Sommerekzem, das heißt, sie ist allergisch gegen Insekten. Und in St. Peter-Ording muss man sagen, da ist die Luft so geil gewesen, dass ich noch nicht mal dem Pferd eine Decke überziehen musste. Sondern die hat sich nicht gejuckt, gar nichts. Also es war astrein. Fürs Pferd war das richtig wie Urlaub, würde ich fast sagen. Und gut, das Wetter ist da ein bisschen unberechenbar. Wir hatten schon schönes Wetter, aber das eine Mal, wo wir losgeritten sind, natürlich klar an den Strand, das ist natürlich selbstverständlich, das eine Mal hat es richtig geschüttet. Und was also ein richtiger Adrenalinkick da auch war, das war richtig, also mega geil, werde ich nie vergessen. Du bist dann über die Dünen galoppiert, 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 und das ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal so Hochwasser, jetzt nicht so hoch, aber du hast eben halt ab und zu Sandbänke gehabt, wo das Wasser dann auf einmal auch ja, schon so war, ne? Und mein Pferd war immer so ein bisschen eingestellt, dass sie sich gesagt hat, so Wasser ist nicht so meins. Und wir sind dann so drauf zugeritten, und ich habe gedacht, nur Scheiße, 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 wenn die jetzt gleich stehen bleibt, ich lande im hohen Bogen da im Wasser. Aber Gott sei Dank ist es nicht passiert, ey. Alter, dann wäre es komplett gewesen. Wäre ich komplett blitzschnass und alles gewesen. Ja, aber das war ein mega geiles Wochenende. Und kurze Zeit danach hatte ich ja mein Mercedes abgegeben. Und was wir nicht gesehen hatten, Alter, im Kofferraum, das hat so durchgerostet, weil das war dieses Modell, was auch gerostet hat, dass du da eine Faust durchstecken konntest da beim Reifen. Ich habe gesagt, Mädels, ey, Gott sei Dank ist uns nichts passiert. Alter, wir stellen mal vor, ein Unfall mit zwei Pferden hinten drauf auf dem Anhänger, das wäre es gewesen, ey. Also das war sehr gewagt. Reine. Das hätte ich auch gerne so. Ob gekocht werden und so. Ach, Rainer. Ja, ich schätze mal, wir haben jetzt mittlerweile 20 Grad, also es ist nicht so. Es sind nicht die Bullen, es ist okay. Lübeck? Also Lübeck ist ganz schön, aber ich habe mich noch nie irgendwie in Lübeck so wohl gefühlt, dass ich gesagt hätte, da würde ich wohnen wollen. Oh ja, wenn man Frankfurt vergleicht, dann. Na, da bietet es sich an. Das auf jeden Fall. Ich bin bisher durch Frankfurt immer durchgefahren, aber ich weiß, es ist auf jeden Fall Stadt. Mächtig Stadt. Oha, Rainer. Ja, ich glaube, das wäre mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Mal kurz gucken, was er rund macht. Achso, du hast dich ins Bad verpisst. Oh, ich habe schon wieder irgendwie meinen Nagel. Alles aufgerissen, aber ich hasse das, wenn du immer irgendwo hängen bleibst mit dem Fingernagel. Aber ein bisschen Fingernagel braucht man. Um in der Nase zu popeln, natürlich. Wie ihr wisst. Zweiter Test. Mal gucken, ob der Teig jetzt gut ist. Aber warum sitzen die eigentlich jedes Mal die Brille ab, wenn man den Ofen aufmacht?
Ja, der Teig ist gut. Mal sagen, dann holen wir mal den Olli raus. Oh, der Auflauf, der kocht auch schon gut. So, ist natürlich noch zu warm. Ist das heiß. Oh, ey, Alter, das sieht so geil aus. Ich hoffe, das schmeckt so, wie es aussieht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann schalten wir wieder ein bisschen runter. Ich habe übrigens unten immer so ein Blech drin, das normale Backblech, weil mir ging das irgendwann mal auf den Kacker, dass wenn du so irgendwas machst und das dann nach unten fällt, dann hast du immer die Riesensauerei auf dem Boden. Seitdem habe ich dieses Scheißblech unten und es ist mir kackegal, wenn irgendwas runterfällt. Boah, der Teig riecht aber lecker, ne? Also wenn ihr das jetzt riechen könntet, Bombe. Riecht echt gut. Der hat so einen speziellen Geruch. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen kann, aber der riecht gut. Na? Na? Ja, das wird nicht so ganz gerade. Darf ich mir das mal ein bisschen einschneiden? Das geht. Das geht. Okay. Ja, das muss natürlich jetzt ein bisschen abkühlen. Weil sonst können wir den ja auch nicht in zwei Hälften schneiden. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen Platz haben, werden wir den in den Kühlschrank packen, weil sonst dauert das zu lange. Ja, wir haben genug Platz. Gott sei Dank ist der Kühlschrank nicht so voll. Ich muss sagen, alle sagen immer, ja, nicht vergessen einkaufen zu gehen über Pfingsten. Also ich gehe nicht einkaufen meistens, weil ich habe sonst auch die Tiefkühltruhe voll. Naja, fällt ein bisschen auseinander. Ich hoffe, dass es nachher. Es sieht ein bisschen gebrechlich aus, das Teil, ne? Boah, ist das heiß. Dann stellen wir den Kühlschrank auch ein bisschen höher. Den Kühlschrank muss ich auch sauber machen. Weil das wird natürlich jetzt da drin ein bisschen warm werden im Kühlschrank. Und das ist nicht ganz so schlimm. Dann lassen wir den da irgendwie mal ein bisschen reinstellen und abkühlen. Heute seine Zeit, ne? Ich wollte eigentlich nicht so lange streamen heute. Irgendwie geht es immer alles anders, ne? Da ist mit meinem Tee, ist immer noch heiß. Riecht das gut, Juli? Wir haben gestern schon so wenig geknuddelt. Ich wollte mir nur mal ein bisschen Knuddeleinheit machen. Die stolze Dame, ne? 13 geworden, ist gar nicht so lange her, ne? Weil vor 7 Tagen ist Juli 13 geworden, ne? Da hat sie Geburtstag. Das erste Jahr, wo es keine Rinderpflege gab, weil du nicht mehr darfst. Leute. Ja, Mann, das ist was zu verlieben, ne? Ja, die Narbe langsam, also die Narbe ist echt gut verheilt. Die Wunde ist echt top. Und langsam kommt auch das Fell langsam, was da so rüber wächst. Also jetzt sich hier auch auf dem Rücken ganz schön viel aufgeschwört. Deswegen, wir haben nur noch ein Geschirr, was wir jetzt immer benutzen, weil das mit Vlies gefüttert ist. Deswegen schneide ich auch immer die Haare ein bisschen, weil dann, also ich habe immer das Gefühl, das wächst dann besser. Ich habe irgendwie also nicht so die Ahnung, was ihr meint. Reden wir jetzt noch darüber, davon, dass jemand zu Hause bei den Eltern wohnt, oder? Oder wovon redet ihr? Ich kann nicht ganz folgen. Gesunder Tee. Wir müssen hier mal ein bisschen die Härchen schneiden bei Tutti, ne, Tutti?
sieht schon wieder aus wie Sherlock Holmes. Boah, ich bin mal gespannt, wie der Auflauf wird. Aber den können wir auch lange drin lassen. Das ist schadet auf jeden Fall nicht. So viel wie da drin ist in der Form. Der Hund wieder misshandelt hier, ne? Ja, alle lieben Tutti, ne? Verstehe ich auch. Obwohl, also wir haben ja hier in der Nachbarschaft einen Hund. Der ist auch ultra niedlich, den würde ich sofort klauen.